Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder Rewards Day, Division Rivals und Food Gems Belohnung. Bevor wir reingehen, ihr seht, oben habe ich 471.000 Münzen. Woher die Münzen kommen? Im gestrigen Video habe ich euch schon einige Verkäufe gezeigt und jetzt zeige ich euch meine restlichen Verkäufe. Ja, hier diese Special Karte, ich weiß gar nicht mehr, diese Europa League Karte ist weggekommen für 19.5. 24.750 für diese Karte, nice. Ansonsten, ja, noch ein paar Verkäufe, die ich so im Verein hatte. Generelle Silberspielerverkäufe und ja, Bronzespieler. Hier, das fange ich auch jetzt langsam wieder ein bisschen an. Einzelspieler-Fitnesskarten zu Team-Fitnesspreise anzubieten. Läuft okay, habe ich jetzt gestern wieder ein paar reingestellt. Und dann, ja, würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Wir gehen direkt in Division Rivals rein. Ich sollte Rang 2 geschafft haben. Jupp. Das gibt's nochmal richtig viele Packs. Also ich bin immer noch Division 2. Ich habe jetzt momentan nicht, ja, den Drive wirklich weiter zu trainieren und in Division 1 zu kommen. Division 2, Rang 2, musst du nicht viel machen. Ich habe gestern nochmal 3-4 Spiele gemacht und das hat gereicht. Und kriegen dafür halt 6 Megapacks und 2 15k-Packs, was wirklich in Ordnung ist. Ja, das mache ich schon mal direkt die Packs auf, was wir da haben. Ja, wir würden schon, sag ich mal, 1 oder 2 Abschlussinfos reichen. Wenn jetzt aus den ganzen Packs 1 oder 2 Abschlussinfos kommen oder ein Walkout von mir aus, wäre ich schon zufrieden. Wenn nicht, dann auch okay. Ist wie sagen eh for free. Ich habe die Weekend League gespielt und nochmal jetzt 3, 4, 5 Spiele extra gemacht und ja, daher die Packs bekommen. Alter, was ist da denn hier? Let's go. So, nächstes 15k-Pack wird aufgemacht. Normalerweise sind sie wirklich nicht schlecht, die 15k-Packs, aber ja, hey, wovon ich schon rede? Zumindest ein Board und das ist. Okay, Vasquez, 83er Vasquez, ist nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Ist da sonst noch was drin? Nee. So, da haben wir noch 6 Megapacks. Also, das ist eigentlich schon krass, ne, diese Belohnung. 6 Stück von denen. Ist ja jeweils 35k wert. 6 Stück. Oh, da kriegen sie wieder einen Walkout. Holy shit, Digga. Come on, yay. Come on. Oh, ist Koulibaly. 87er Koulibaly, ne? Nice, Digga, nice, nicht schlecht. Da kann ich mich jetzt schon für die Rivals-Belohnung gar nicht mehr beschweren. Wie gesagt, ich habe einen Abschlussinfo oder ein Walkout verlangt und es kommt direkt ein 87er Koulibaly, der 30.000 Münzen wert ist. Alright, das ist not bad. Was man nicht vergessen darf, diese Packs beinhalten auch viele Verbrauchsobjekte, wie Team-Fitness-Karten. Die spare ich mir auch hier. Also ich würde bestimmt sagen, ich kriege so ungefähr 10 Team-Fitness-Karten. Da spare ich aber auch über 10k, ne? Also, das ist schon nicht schlecht, diese Megasets. Und ja, hier im nächsten ist ja, nichts Besonderes, aber wir füllen unser Verein mit wirklich vielen, ja, Spielern wieder auf. Das ist noch, zumindest für die zukünftigen SBCs nicht schlecht. So, nächstes Mega-Pack. Come on, yay. Maybe nochmal ein Board oder ein Walkout, okay? Kein Walkout. Aber wieder. Oh, Info, Alter, ich habe alles bekommen, was ich möchte. Ich habe alles bekommen, Freunde. Wir haben einen Abschlussinfo bekommen, der nicht unbedingt Abschluss ist, ein 81er. Da können wir auch gleich nochmal gucken, welche Info ich eventuell investieren möchte diese Woche. Wow, what a pack, man, what a pack. Guck mal, der Typ ist nicht mal ein Abschlussinfo, der ist durch seine Nationalität. Oh, ja, Spanier und Spanische Liga, 14, 15k momentan, wird La Cassette. Alter, das sind gute Packs, Freunde, diese Megasets sind echt nice. Nur mal hier, guck mal, 3 Team-Fitness-Karten, wow. Was ich sagen wollte, es kommt ja ein neues Event und wir wissen nicht, ob diese Spieler jetzt ja, als SBC-Spieler kommen oder als Spieler, die man in Packs ziehen kann. Deswegen warte ich noch mit den Investieren. Alter, nächste Boardkarte. Warte ich noch mit den Investieren. Mandzukic, not bad. Weil falls es wieder Promo-Packs gibt am Wochenende, was ich eher unwahrscheinlich denke, weil nach Team of the Year nochmal so ein krasses Event. Aber es kann natürlich passieren, da können natürlich die ganzen Informs noch günstiger werden. Die sind momentan ein bisschen teurer durch die ganzen SBCs. Deswegen warte ich noch ein bisschen mit Investieren. Ja, jetzt haben wir das Problem, Freunde. Wir haben das Problem. Mandzukic ist untauschbar. Ich will nicht verschwenden. Ich werde eine SBC machen und es ist wahrscheinlich die Versalco SBC, die ich jetzt noch schnell machen werde. So, Freunde, ich habe mich entschieden, die eine SBC von Versalco fertig zu machen, weil ich hatte eh vorgehabt, den zu machen. Ich habe jetzt, glaube ich, 9 von 12 Siegen schon geschafft. Also heute Abend werde ich wahrscheinlich noch 3 Siege Online-Partie reinholen und ich brauche ihn wahrscheinlich nicht unbedingt, aber warum nicht? Die Karte sieht geil aus und lieber jetzt machen, als ja später es zu bereuen. Viele haben mir auch geschrieben, ich sollte da Costa machen, den werde ich auch noch machen, vielleicht auch in diesem Video. Wegen Reus, ja. Wenn ich später Reus irgendwie noch einbauen möchte, dann
Denn Da Costa zum Beispiel sehr, sehr gut zum Verlinken. Und ja, dann machen wir hier die SBC. Wirklich viele Spieler sind davon untauschbar. Wir haben ihn eben ja gezogen, untauschbar. Die beiden musste ich eben kaufen, ne? 4,5 und 12.000, okay, war nicht günstig. Ihn habe ich im Verein gehabt, aber Lacazette haben wir gezogen, ist untauschbar. Dele Alli ist untauschbar. Son ist untauschbar, Mandzukic ist untauschbar. Ja, und dann habe ich eben noch Calderon kaufen müssen und die anderen zwei hier sind ja kaum was wert. Deswegen geht das eigentlich in Ordnung. Wir nehmen ihn mit. Und ja, lecker. Selten Goldpack, Easter. Und dann haben wir noch, ja, drei Packs zum Aufmachen. Ich würde sagen, ja, machen wir erstmal das seltene Goldpack auf. Das ist tauschbar. Und müssen hier noch natürlich den guten Mandzukic dann in den Verein schicken. Seltenes Goldpack, come on. EA, vielleicht. Hier ist eine kleine Belohnung. Nope. Aber es ist ein Board, es ist ein Leinwand. Es ist, hey, wir ziehen Dele Alli zurück. Den haben wir abgegeben, untauschbar. Und kriegen ihn tauschbar zurück. Vielleicht ist er sogar ein bisschen was wert. Ich bin mir nicht sicher. Engländer. Premier League. Schauen wir mal. Ja, er ist ein bisschen was wert. Nicht schlecht. 5000 Münzen holen wir zurück und kriegen hier nochmal ein Spielerpack. Alright, alright. Not bad. Was ist das für ein Spielerpack? Ein Two-Players-Pack. Ja, einer davon ist Gold und einer davon ist selten. Und ja. Das ist. Hey, Lavezzi. So, zwei Megapacks haben wir noch. Und dann gehen wir zu den Food Gems Belohnungen. Vielleicht aus einem der beiden nochmal ein Inform oder Walkout wäre natürlich nice. Wir kriegen wieder Boards, das ist sehr, sehr gut. Und das ist. Okay, das ist Strohmann 83er. Nehmen wir gerne mit. Ist jetzt nichts Besonderes. Die meisten kosten ja wieder 1k. Würde ich wieder für von jedem einen in meinen Verein speichern, Freunde. Ich persönlich würde das machen, je nachdem, was für SBCs am Wochenende kommen könnten, ja, könnten die auch wieder steigen. So, dann kommen wir zum letzten Megapack, come on. Yay, vielleicht noch ein Bonus. Okay, ich beschwere mich nicht, es war schon wirklich mehr als in Ordnung, was wir gezogen haben. Fast aus jedem Pack ein Board, ja. Wir haben Walkout bekommen, wir haben Inform bekommen und ziehen hier nochmal Payet. Das ist wirklich schon, ja, sehr, sehr gut, was wir hier rausgeholt haben aus den Rivals-Belohnungen, wo ich wirklich nur, glaube ich, maximal 5 Spiele gemacht habe. Also 4-5 Spiele habe ich nochmal extra machen müssen. Und das ist wirklich gut. Mir gehen richtig gute Sachen da raus. Dann würde ich sagen, gehen wir so eine Food Champions-Belohnung. So, Freunde, dann würde ich sagen, Food Champions-Belohnung wird auch noch abgeholt. Wir haben da wieder 22 Siege geholt, wie fast jedes Wochenende. Also ich bin 22 Siege-Spieler. Also das heißt halt immer noch Gold 1. 50.000 Münzen, 2 Spieler-Packs und 200k-Packs. Eigentlich würde ich mich fast nur über Derea freuen, aber natürlich würde ich mich über zum Beispiel einen Inaco Williams noch freuen. Da ist ein 88er Parejo für SBCs dabei. Da ist ein Suarez dabei, der wirklich auch nicht schlecht aussieht für einen, als Super Sub oder vielleicht sogar als Stammspieler. Ich lasse mich überraschen. Meistens kommt da eh nichts. Deswegen gehe ich ohne Erwartung rein und wir ziehen. Ja, wir ziehen nichts. Das ist okay, wir reden ja. Und dann würde ich sagen, zweites Spielerpack. Come on, yay, maybe, hier, wow, ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Draxler habe ich komplett vergessen. Draxler, Freunde, als Sub vielleicht, ohne Scheiß, 5-Star Weakfoot, 4-Star Skills, eine Hunter-Karte drauf, das sieht nicht schlecht aus, sind wir ehrlich. Bisschen wenig Pace, aber eine Hunter-Karte soll das regeln. Ja. Okay, der hat wenig Ausdauer, als Sub ist das ja, denke ich, in Ordnung. Digga. Warum nicht, Freunde? Warum nicht? Wir haben noch andere gute Sachen dabei. Gianni und Giannini. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Hat auch starke Werte, den hätte ich auch sonst mitgeholt. Sieht auch sehr, sehr stark aus. Johan Franz sieht okay aus, da hätte ich lieber die Flashback-Karte. Aber müssen wir Draxler mitnehmen. Nicht schlecht, da bin ich sogar zufrieden. Der ist auch ein bisschen was wert, glaube ich. 60, 70, 80k. Lass mal schauen. Ja, der ist so seine 60k wert. Also wir haben einen guten Spieler bekommen. Nicht schlecht, es gab natürlich viel bessere. Fabinho habe ich vergessen, die Rea wäre natürlich ein Träumchen gewesen. Aber vielleicht ziehen wir den jetzt aus den 200k-Packs. Wir haben ja noch zwei Stück von denen. Come on. Yay, maybe. Ah, erstes Pack ist kein Walkout. Ist, denke ich, in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir ziehen Jimenez. Alright, ist okay. Ich erwarte jetzt sowieso nichts mehr. Also in letzter Zeit war mein Pack lang nicht so krass und ich erwarte jetzt auch kaum nichts noch was. Ja, also ein 84er und ein 83er ist aber trotzdem sehr, sehr maufend 100k-Pack. Dafür waren die Wildes-Belohnungen ja ganz okay. Come on, EA. Letztes 100k-Pack wird hier auch noch aufgemacht und es ist ein Walkout. Come on.
Das ist normale Leinwand. Brasilien. Ist das nicht V? Thiago Silva, 88er. Ey, das ist absolut nicht schlecht. Digga, macht ihr Breakdance? Wow, okay, wie viel ist der noch wert? Ich glaube, der ist ein Abstoß 88er, aber der sollte noch ein bisschen was wert sein wegen seinem Rating. Und what? What a pack, man, what a pack. Das ist seit langem mein bestes 100k Pack, muss man sagen. Guck mal, der ist über 20k. Na, okay, der ist 18k. Sagen wir 16, 17, 18k. Thiago Silva, ist über 40k. Matic, 20k. Jesus, 5k. Also da haben wir, lass mal zusammenrechnen, 70, 80k holen wir aus diesem Pack raus. Also wenn wir hier noch die ganzen anderen Spieler hier gucken. Absolut gutes Pack und nur ein Duplikat. Das war ein richtig gutes 100k Pack. Damit holen wir auch noch mal ein bisschen Münzen rein. Digga, wir könnten da oben unsere Münzen auf 600k pushen. Und jetzt ganz kurz, Freunde, ganz, ganz kurz. Will ich nochmal euch erzählen, was um welchen Entschluss ich gekommen bin, welches Team ich bauen werde. Ich werde wahrscheinlich mit diesem Team reingehen. Also wahrscheinlich wird hier Da Costa stehen oder Vesalco abwechseln, welche die ersten Spieler austesten. Maradona wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Dafür kommt dann Baby Cruyff. Ich werde Kanté eine Chance geben. Aber man muss sagen, ich habe schon 31 Spiele mit ihm gemacht und ich bin ehrlich gesagt nicht zu 100% zufrieden, weil... Guckt euch dieses Team an. Merkt euch dieses Team und ich zeige euch, was jetzt damit möglich ist. Ich habe oben, sagen wir mal, wenn ich alle verkaufe, 600k. Maradona bringt 1,7, das sind 2,3 Millionen. Und Kanté Nummer 2,4, das sind 4,7. Mares Nummer 200k, also insgesamt runden wir das auf. 5 Millionen hätten wir zum Ausgeben und ich zeige euch, was eigentlich mit 5 Millionen Münzen möglich wäre. Ja, nicht komplett dieses Team, da müsste Casemiro drin stehen. Aber zum Beispiel so ein Team, Freunde, wäre möglich. Alle auf Fullcam, hier würde vielleicht ein bisschen was fehlen. Hier würde vielleicht nicht direkt Cruyff stehen, ja. Weil Eusebio kostet, glaube ich, momentan 3,1 Millionen. Cruyff 2,1 Millionen, das ist ein bisschen mehr. Ich habe 5 Millionen, das kostet 5,2 Millionen. Aber es wäre, der ist sogar gesungen. Vielleicht, Freunde, wäre es sogar realisierbar. Und ich sage euch so viel, wenn das erste Team die ersten 10 Spiele nicht performt, werde ich wahrscheinlich mittendrin in der Weekend League mein Team verkaufen und ich werde dieses Team einkaufen. Also entweder das, ja, stellt euch das einfach mal vor, oder mir sagen, ey, wir stellen hier eine Billo-Icon rein, wir könnten auch Busquets reinstellen, ja. Wir könnten theoretisch Busquets reinstellen, hier Rui Costa, den habe ich ja fast fertig, den werde ich vielleicht auch noch in diesem Video fertig machen. Und hier vorne... Prime Eusebio zum Beispiel, ja, wäre auch möglich. Zweite Option wäre zum Beispiel Rui Costa, hier die mittlere Version von Cruyff. Und dann könnten wir auch zum Beispiel die mittlere Version von Vieira reinstellen. 2,6 Millionen, 2,5, wenn man geduldig ist. Ist auch krass, ne, die Karte, Mann. Vieira ist auch krass. Oder jetzt kommt was ganz komplett Verrücktes. Ja, hier Casemiro rein, hier Rui Costa rein. Und wir könnten uns theoretisch... die mittlere Version von R9 holen. Ich zeige euch dann mal, wie viel der kostet. Freunde, der kostet... Laut Footbin hat er 4,9 Millionen gekostet. Okay, jetzt ist... Ja, 4,8 sogar. Ich habe 5 Millionen, habe ich gesagt, ne? Theoretisch könnten wir die beiden Ronaldos wieder vereinen. Hier wäre halt Rui Costa, hier Casemiro. Und ja, wir hätten beide Ronaldos wieder am Start. Ach, du grüne Neune. Feister. Das wäre halt mit 5 Millionen alles möglich. Ah, ich weiß es nicht, Freunde. Also theoretisch würde ich aber eher zu dem hier tendieren, weil ich Bock habe, neue Spieler zu spielen. Jetzt stellt euch einfach mal diesen Sturm vor, den ich habe vorne. 4 krasse Spieler. Vorne Ronaldo. Dahinter haben wir, würde ich sagen, Reus. Ja, in der Mitte Reus, links Cruyff und rechts Eusebio. Und dann können wir anfangen zu sparen hier vielleicht für Busquets. Ja, der kostet ja auch mehr, als ich gedacht habe, als ich mir den vorgeschlagen habe. Der kostet, ich dachte ja so an 200k, der kostet 450k. Und danach könnten wir irgendwann wieder auf Makelele rübergehen vielleicht. Und dann, ja, Vieira oder wieder Kanté, je nachdem wie wir es machen. Wenn wir hier Varane reinstellen, könnten wir auch Kanté wieder reinstellen. Irgendwie sowas in den Dreh könnten wir uns bestimmt ausdenken. Und das ist natürlich, wenn wir das vergleichen, viel besser als eigentlich mein jetziges Team. Weil wir halt, ja, Team of the Year Kanté haben. Und der kostet halt viel. Aber wir werden, denke ich, so machen, wie ich gesagt habe. Erstmal Cruyff hier hin. Je nachdem, wie ich auch Münzen habe, werde ich vielleicht die normale Version von Hazard reinholen. Und dann schauen wir mal. Weil meiner Meinung nach, Son kann einfach einen Impf von Hazard nicht ersetzen. Son ist nicht schlecht, aber Impf von Hazard war ein anderes
Tier, ein anderes Level von Monster. Ich schließe, denke ich, noch die Rui Costa SBC ab. Das werde ich am Ende noch hier einfügen und machen das Pack mal ab. Kurze Cut. So, Freunde, dann schließen wir noch schnell die letzte SBC von Rui Costa ab, bevor ich das morgen noch vergesse. Also es geht nur noch bis morgen, ein Tag und 3 Stunden. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin so ein Idiot, der vergisst das noch. Und dann habe ich die ganzen SBCs umsonst gemacht und habe keinen Rui Costa. Ja, die ganzen Goldspieler sind, glaube ich, alle untrade. Die Informs habe ich mir eben gekauft. Für 11k oder sogar unter 11k. Also sehr, sehr günstig. Kriegen dafür nochmal ein Jumbo Premium Goldspieler Pack. Sollte ich vielleicht fürs Wochenende aufheben, aber was soll's. Machen wir jetzt auch noch gleich auf zum Abschluss. Und dann, ja, haben wir Rui Costa abgeschlossen. Ja, eigentlich nur wegen den Upgrade Packs gemacht, weil er die günstigste Icon war und die anderen ein bisschen teurer war und ich nicht, auch nicht unbedingt haben wollte. Und so haben wir eine Icon, die wir später abgeben können. Oder wie gesagt, notfalls gedrungen, könnte er auch für uns spielen. In FIFA 18 hat er mir nicht so gut gefallen, weil halt Low Drivens, die ganzen Flachschüsse overpowered waren, aber er konnte halt im Strafraum nicht abschließen. In diesem FIFA sind ja die Fernschüsse ein bisschen OP und da hat er eigentlich ganz gute Werte. Können wir wieder überlegen, den mal spielen zu lassen, aber bis jetzt habe ich auch noch nicht so gute Reviews von ihm gehört. Und dann würde ich sagen, ja komm, schnell zum Abschluss noch das allerletzte Pack, Goldspieler Pack. 24 Gold, 7 selten. Vielleicht hier nochmal ein Walkout, EA. Come on. Nope. Na, unlucky. Und nicht mal Board. Ja, moin. Dann würde ich sagen, damit verabschieden wir uns mit den guten Trap. I got trapped. I got him. Dann würde ich sagen, ja. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung, was ihr über meine Teams denkt. Ich denke schon, ne, Team 3, was auch viele letztes Mal abgestimmt haben, ist schon krass. Ich habe es sogar nochmal verfeinert, indem ich Reus eingebaut habe. Ja, und dann stellt euch das einfach vor mit Eusebio und Cruyff, Reus und Ronaldo. Das bringt noch ein bisschen frische Luft in die RTG. Und dann, ja, schreibt mir, was ihr gezogen habt. Habt ihr irgendwas krasses gezogen? Ich bin eigentlich wieder sehr, sehr zufrieden. Packlack war wirklich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Ich habe echt gute Sachen. Rote Karte gut, Vibe ist gut, 100k-Pack war gut. Also wirklich rundum zufrieden. Nichts mega krasses, aber Packlack war schon einigermaßen da. Und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Casey raus. Bis dann. Ciao.